Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag bei Musculus. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Der Titel der heutigen Folge lautet Morbus Pompe. Was es damit auf sich hat, erklärt uns jetzt niemand geringerer als Professor Dr. Wolfgang Löscher aus der Uniklinik in Innsbruck. Schönen guten Tag. Ja, sehr geehrter Herr Brix, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, bei Ihnen zu sein. Was ist denn Morbus Pompe und wie viele Menschen sind in Österreich in etwa davon betroffen? Ja, der Morbus Pompe ist also eine angeborene Stoffwechselerkrankung aufgrund eines Enzymdefekts, der sehr, sehr wenige Patienten in Österreich betrifft und deswegen ist als seltene Erkrankung, als Rare Disease oder als Ultra Rare Disease eingestuft wird. 2018 in einer Erhebung haben wir damals 25 Patienten in ganz Österreich gefunden. Inzwischen sind es wahrscheinlich mehr, sodass wir knapp gegen 30 Patienten und Patientinnen haben. Es sind sowohl Männer wie auch Frauen gleich betroffen. Da gibt es keine wirkliche Bevorzugung. Wie wir gehört haben, gehört ja Morbus Pompe zu den extrem seltenen Erkrankungen. Ist es da schwieriger, Geld für Medikamentenentwicklung aufzustellen bzw. für die Forschung? Ja und nein, muss man in dem Fall sagen. Also in den letzten, würde ich sagen, ungefähr 10 Jahren ist die Entwicklung von Therapien auf dem Gebiet von diesen seltenen Erkrankungen extrem fortgeschritten. Das hat, glaube ich, sowohl ökonomische Gründe über Zulassungen, diese Medikamente immer leichter zugenommen. Und wenn man die Pathophysiologie sehr gut versteht und dadurch sehr, sehr gezielt eingreifen kann, deswegen gibt es jetzt vielleicht ein bisschen kurz vorweggegriffen schon mehrere Therapien für diese Erkrankungen. Das Hauptproblem ist, diese seltenen Patienten zu identifizieren. Mhm. Weil man, das ist so selten, dass man im Prinzip kaum daran denkt, dass es so etwas gibt. Aber auch da gibt es jetzt schon sehr, sehr lange, sehr, sehr viele Awareness-Projekte. Und dadurch, glaube ich, generell das Bewusstsein, dass es einen Morbus Pompe gibt, in Österreich sehr, sehr hoch. Welche Symptome können denn ein Hinweis auf Morbus Pompe sein? Die ersten Symptome sind bei den Kleinkindern, also beim juvenilen Pompe, der die sehr, sehr schwer verlaufende Form von Morbus Pompe ist, dass das Kind nicht bewegt, dass es keinen Muskeltonus hat, dass es ein Floppy Infant ist, dass es nicht trinkt, dass es sehr, sehr schnell atmet, dass es paradox atmet, dass es eine große Zunge hat, einen zeltförmigen Mund hat. Also da fällt sehr, sehr auf, dass dieses Kind eine Gedeihstörung hat, sich nicht bewegt, das hat eine Kardiomyopathie nach in der Untersuchung. Bei den älteren Patienten ist es im Prinzip vielleicht im Schulsport die Ungeschicklichkeit, das nicht so gut mitkommen im Schulsport wie mit den anderen Kindern, vor allem im Bereich der unteren Extremitäten, beim Laufen, beim Springen, beim Treppensteigen können Probleme auftreten. Bauchmuskelschwäche, sehr typisch beim Morbus Pompe und der Schwäche der Rückenmuskulatur, also das Aufrichten aus dem Liegen, eventuell das Heben einer schweren Kiste. Je nachdem, in welchem Alter der Morbus Pompe auftritt, haben sie natürlich unterschiedliche Situationen, wo das auffällt. Aber das sind so die Beschwerden des Morbus Pompe. Eine reine Muskelschwäche, gelegentlich verbunden mit muskelkaterartigen Schmerzen, die vor allem die Beine betrifft und beim Gehen, beim Stufensteigen bemerkt wird und der Bauchmuskulatur. Vielleicht nur erwähnenswert ist, dass der Morbus Pompe irgendwann die Atemmuskulatur befällt. Und sehr, sehr selten beginnt er auch mit einer Atemmuskulatur. Das heißt, manche Patienten oder Patientinnen haben als Erstsymptom eine Schwäche der Atemmuskulatur. Kurzatmigkeit, schlecht schlafen, Tagesmüdigkeit, weil sie in der Nacht so absinken, der Sauerstoffsättigung haben und einen Anstieg vom Kohlendioxid. So ähnliche Patienten mit einem Schlafapnoe-Syndrom haben sie tagsüber diese typischen Symptome. An wen wendet man sich denn am besten bei Verdacht auf Morbus Pompe? Na, es ist, glaube ich, bei den Kindern ist ganz einfach, dass ein Pädiater diagnostizieren Morbus Pompe, oft ein Stoffwechselpädiater oder Neuropädiater. Bei den erwachsenen Patienten gehen sie in der Regel mit einer Muskelschwäche zum Neurologen, zur Neurologin, die das dann diagnostizieren. Was bedeutet denn so eine Diagnose Morbus Pompe für die Betroffenen? Und was passiert, wenn man Morbus Pompe nicht rechtzeitig behandelt? Morbus Pompe hat also eine große Bedeutung für die Patienten, Patientinnen. Wenn sie das im Kindesalter, also im Säuglingsalter bekommen, hat man vor Therapie fast eine 100%ige Sterblichkeit nach einem Jahr gehabt. Das war eine lebenslimitierende Erkrankung, ganz dramatisch natürlich. Wenn man jetzt die Erwachsenen hernimmt, die Erwachsenenpompe-Patienten, ist es ein dramatischer Einschnitt, weil es eine Erkrankung ist, die langsam voranschreitet, die irgendwann
ihre Gehfähigkeit betrifft. Sie werden im Rollstuhl sitzen, wenn sie nicht behandeln, außer die ganz milden Verlaufsformen, aber ein Großteil der Patienten, Patientinnen mit Morbus Pompe, das Erwachsenenalter, würden unbehandelt nach ungefähr 15 Jahren rollstuhlpflichtig werden. Und sie kriegen eine Schwäche der Atemmuskulatur. Das heißt, sie werden früher oder später Unterstützung bei der Beatmung brauchen. Teilweise nur nachts, teilweise nur für Stunden, eventuell auch dann den ganzen Tag. Das ist ein dramatischer Einschnitt. Das betrifft jetzt aber den unbehandelten Morbus Pompe. Thema Früherkennung im Allgemeinen, wie wichtig ist es denn, rechtzeitig zu handeln? Also das ist absolut richtig. Für all diese Erkrankungen gilt, dass das, was verloren ist, kaum mehr zurückgewonnen werden kann und wenn nur in einem kleinen Ausmaß. Das heißt, je früher die Diagnose gestellt wird, umso weniger Muskelschädigung vorhanden ist, umso besser sind die Prognose und das Langzeitergebnis der Therapie. Und es gibt zwischendurch ja, vielleicht, dass man das nur kurz erwähnt, sehr, sehr einfache Diagnosemöglichkeiten über so einen Trockenbluttest, wo Sie aus der Fingerbeere Blut nehmen können und dann sehr, sehr einfach die Enzymaktivität bestimmen. Und das ist ein sehr, sehr sensitiver und spezifischer Test ist für den Morbus Pompe, das man auch mit einer genetischen Untersuchung bestätigt. Aber die Diagnose ist inzwischen extrem einfach geworden. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir unser Skype-Gespräch beenden. Welche Therapien gibt es denn für Morbus Pompe oder vielmehr gegen Morbus Pompe? Naja, also es gibt natürlich schon ganz, ganz lange diese klassischen symptomatischen Therapien wie Atemunterstützung, Atemtherapie, Atemgymnastik, Physiotherapie, sehr, sehr wichtig. Die ganzen orthopädischen Versorgungsmöglichkeiten, wenn Sie Skoliose haben. Und 2006 ist erstmals die erste medikamentöse Therapie zugelassen worden, also eine Enzymersatztherapie, weil beim Morbus Pompe fehlt ein Enzym. Und dieses Enzym wird jetzt nachher künstlich zugeführt über Infusionen, die Sie alle 2 Wochen bekommen. Und diese eine Substanz ist jetzt schon sehr, sehr lange auf dem Markt und es gibt jetzt 2 Substanzen, die jetzt auch kurz vor der Zulassung stehen und jetzt beziehungsweise die Zulassung schon erhalten haben, die ähnlich wirken, leichte Änderungen an dem Molekül haben, dass es besser aufgenommen wird, dass die Wirksamkeit vielleicht besser ist. Das heißt, es stehen uns jetzt 3 Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, die alle 3 aber intravenös gegeben werden müssen im Abstand von 2 Wochen. Also es ist doch eine sehr aufwendige und lebenslange Therapie. Vielen Dank, lieber Dr. Löscher, für die umfangreiche Expertise und alles Gute nach Innsbruck. Das war's schon wieder mit Musculus. Diesmal zum Thema Morbus Pompe. Wenn Sie Kommentare abgeben möchten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, dann machen Sie doch einen Blick in das Kommentarfeld unter dem Video. Sie erreichen uns auch über unsere Homepage www.muskelforschung.at. Ansonsten war's das schon für heute. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und denken Sie dran, Wissen hilft.